Ziemlich viele Wachen. Und die sind bestimmt nicht zum Sommerfesttanz hier. Viele Wachen heißt viele Waffen. Diebe und Schwerter, das ist schlecht. Ich hatte nie Probleme mit Schwertern. Ich bin aber auch nicht bloß ein Dieb. Die Gäste sollen nicht sehen, wie das Ding den Geist aufzieht. Außerdem sehen wir ohne Licht. Die Teile gehen ständig an und aus. Kannst du es reparieren? Sehe ich aus wie ein Mechaniker? Keiner von uns kennt sich mit allen Experimenten seiner Lordschaft aus. Eine strahlende Zukunft, in der das Licht nicht funktioniert. Ja, der hat jetzt keine Geldbörse dabei. Wo ist der Lampenschein? Ach da. Ja, das ist ziemlich schick und Geldbörse. Komm mal her. Ha? Kannst du mal dem Neuen helfen? Er versucht seit 10 Minuten eine Feuerschale anzuzünden. Sehe ich aus wie sein Vater? Mach schon, bevor er sich selbst anzündet. Das heißt... Hier steht's schon. Durch manche Oberflächen, hier jetzt durch diesen Fluss oder Bach, müssen wir vorsichtig durch. Das gleiche gilt auch für Glasscherben, die am Boden liegen oder über Blatt Papier. Da müssen wir Steuerung gedrückt halten. Und wenn das passiert, haben die Wachen euch bemerkt. Ihr habt jetzt diese Augen gesehen. Probier's das so. Dann haben sie euch fast entdeckt. Das heißt, wir müssen dann umso vorsichtiger sein, dass sie nicht Alarm schlagen und dann zu uns kommen. Müssen wir einmal darüber. Da sind Wasserpfeile drin. Ja. Naja, egal. Luftzug. Wieso müssen Feuer immer runterbrennen? Ach, weil ich durfs... Ach so. Jetzt weiß ich warum. Ich bin durchs Wasser gehuscht. Macht also nie den Fehler. Und rennt irgendwie durchs Feuer. Durchs Feuer. Meine Fackel zum Brennen. Durch diese... Ich zeig dir, wie man das macht. Wenn das Feuer Geräuschkulissen. Kriegt, brennt es nicht richtig. Das weiß ich auch. Ich stamme aus einer Köhlerfamilie. Ach ja? Ziemlich seltenes Handwerk, seit es die Fabriken gibt. Aaron. Komm schon. Was? Ich muss ihn ausschalten. Schnell, lautlos und lebendig. Was sollte das eben? Warum hast du ihn getötet? Er war kaum älter als du. Er war ein Wachmann, Garrett. Falsche Zeit, falscher Ort. Du hast dich nicht verändert, was? Und du hast noch niemanden getötet. Ich töte nie. Ohne guten Grund. Und ich lasse mich nicht dafür bezahlen. Also darfst du töten, ich aber nicht. Alles klar, ich hab's verstanden. Dieser Junge wird nicht mehr aufwachen, um uns später Ärger zu machen. Bevor irgendjemand aufwacht, bin ich normalerweise längst über alle Berge. Aaron, du hast gar nichts verstanden. Es geht hier nicht ums Töten an sich, sondern wir knocken nur die Leute aus, wenn wir wirklich müssen. Und das hat nichts damit zu tun, ob jemand Ärger macht oder nicht. So. Es ist auch immer ratsam. Oh. Guck mal hier. Freunde im Leben und im Tod. Naja. Wenn ihr Wachen ausnocken müsst, bitte sofort in eine der dunklen Ecken schleifen. Wenn du unbedingt weg willst, sollte ich vielleicht vorausgehen.
Wenn die Leichen natürlich gefunden werden, bedeutet das ebenfalls Ärger. Achso, aufmachen müssen wir. Du hältst mich auf. Diese verdammte Kralle hält dich auf. Aha. Jetzt haben wir einmal ein Wurfobjekt. Mal. Bisschen hinter dem. Was ist hier los? Wer macht hier Geräusche? Wer ist da? Hallo? Ich schätze, da war wohl doch nichts. Nehmen wir zur Vorsicht noch einen mit. Achtet immer auf die Wachen. So. Ihr könnt auch gut erkennen, wo es weitergeht, denn die Kanten sind weiß angemalt. Wenn du so weitermachst, läufst du dir noch die verdammten Stiefel durch. Es geht um ein Mädchen. Sie will mich ihrem Vater vorstellen, aber er weiß nicht, dass ich bei der Wache bin. Und? Die Stadtwache steht für Ehre und Respekt. Ich weiß, Sir, aber er glaubt dieses verdammte Gerücht, dass wir korrupt sind. Ach, tut er das? Dann solltest du ihm mal in seinen fetten Arsch treten, Junge, oder? Sir. Okay, hier unten sind jetzt jede Menge Sachen zum Abgrasen. Allerdings laufen auch zwei Wachen da unten herum. Wir können es einmal probieren. Dafür müssten wir hier einmal die Feuerschale ausmachen. Das Problem ist... Der Wachmann mit der Fackel macht die dann wieder an. Oder der... Also die Feuerschale wird halt wieder angezündet. Was ich auch noch sagen wollte, ihr könnt überall in der Stadt auch Gespräche mit anhören. Das bedeutet, sie geben wahnsinnig wichtige Informationen über Tresore, über Kombinationen und über Wertgegenstände, die ihr dann natürlich aufbewahrt. Wir passen da natürlich drauf auf, das ist ja logisch. Achso, da hinten ist auch noch einer. Das heißt, wenn der jetzt da vorne rumsteht und mit dem anderen schnackt, könnten wir rein technisch in die Ecke. Denn ich will jetzt da eigentlich nicht beide ausnocken. Wir können es probieren, ansonsten lasse ich's. Ach, siehst du, das geht auch. Geh mal runter. Hat der eine Geldbörse? Ich weiß gar nicht. Ah, da ist übrigens ein Speicherschrank. In dem Schrank könnt ihr euch nicht nur verstecken, sondern es speichert dann auch gleichzeitig. So, der hat jetzt da seine Börse verloren. Seine Börse verloren. Okay. Na, das will ich gar nicht. Steck mal weg. Ja. Wir zeigen es mal. Den kann man wieder verlassen. Mit einer anderen Taste könnte man hier rein technisch auch wieder rausspringen und die Wachen damit überraschen. Aber es geht bei mir jetzt gerade nicht. Das ist nämlich eine und dieselbe Taste. So, den locken wir mal schnell aus. Hier geht's noch. Nimm's mit. Nimm ihn mit und schleif ihn in die Ecke. Da, wo es dunkel ist. So. Zack. Das widerspricht uns jetzt zwar etwas, dass wir nur ausnocken, wenn wir müssen. Und so viele Wachen wie möglich vermeiden. Aber wie gesagt, ich will diese Sachen haben. Okay. Habe ich den Aschenbecher? Ich mir glatt das Kerzen auspusten.
So. Und die Feuerschale aufmachen. So. Okay. Tut mir echt leid. Da ist die Leiter. So. Hopp. Ja, geh halt drauf da. Ihr seht schon, da wo die Kratzer sind, ist Aaron hoch. So. Hoch. Hoch, hoch, hoch. Aha, die nächste. Hast du Angst, dass ich dir zuvorkomme? Nee. Ginge mir ähnlich, schätze ich. Ich habe nur Angst, dass du Fehler machst. Ich habe Angst, dass du uns beide umbringst. Ich kann auf mich aufpassen, okay? Ich kann mich damit schneller bewegen, schneller klettern. Schneller töten und schneller Fehler machen, schon klar. Du hast es nicht im Griff. Deshalb bin ich besser. Finde dich damit ab. Machen wir einfach unsere Arbeit. Aber ohne dieses Ding. Ja, machen wir. Und zwar ohne dieses Ding. Sie macht einfach zu viele Fehler damit. Sie ist leichtsinnig. Ich nehme an, das ist unser Ziel, der Urkraftstein. Oben. Immer ein schlechtes Zeichen. Brüder Cornelius, Aldus, die Schlüssel! Es ist Baron Northcrest. Wir sind hier, um die Stadt in ein neues Zeitalter zu führen. Voller Fortschritt und industrieller Aufklärung. Beginnen wir mit der Kanalisierung der Urkraft. Sammler in Strakakan. Skimmamakana. Komm schon, gehen wir runter. Das wird lustig. Nein, wir sind fertig. Es ist vorbei. Was? Machst du Witze? Etwas stimmt nicht. Es ist zu gefährlich. Du bist noch nicht so weit. Du weißt, dass ich kein Kind mehr bin. Ich schaffe das. Ich gehe da runter, mit dir oder ohne dich. Aber nicht ohne das hier. Jemine. Gut, dafür danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part.